Hey, wir sind die YouTube-Checker und wir checken für euch alles ab, was bei YouTube so abgeht. Das ist Chris, ich bin Hendrik. Und nachdem wir euch in den letzten Folgen über Channel Design, über Header Builder, Responsive Design ein paar erste Tipps mitgegeben haben, möchten wir heute all jenen, die noch nicht ganz so viel Erfahrung mit der Erstellung von Videos gesammelt haben, ein bisschen was über die Qualität von einem Clip erzählen. Richtig, und dafür geben wir euch ein paar einfache Tipps. Angefangen damit, wenn ihr eure Videos erstellt, solltet ihr darauf achten, dass es dann bei YouTube nicht links und rechts schwarze Balken enthält, weil das sieht irgendwie doof aus. Auch ganz wichtig, dass es keine Ruckler gibt irgendwie im Bild, weil dann kommt man natürlich ganz schön ins Schlingern und das ist auch nicht so gut. Und achtet darauf, dass ihr mindestens eine HD-Auflösung habt. Auf jeden Fall. Alles super, hört sich einfach an, machen aber viele falsch. Genauso eine Sache ist, dass oft der Ton total schlecht zu hören ist. Und schlecht vermeidet das. Also achtet wirklich darauf, dass euer Soundglas klar ist und euch gut versteht. Und nicht zuletzt, ganz lapidar, aber eine völlig elementare Sache ist, achtet auf die Beleuchtung in euren Filmen. Wenn nämlich das Licht im Film schlecht ist, dann sieht es so aus. Das waren unsere Tipps für heute. 5 Stück an der Zahl. Und die waren sicherlich ein bisschen allgemeiner, aber dennoch werden die oft falsch gemacht. Begeht diese Fehler nicht. Und wenn ihr speziellere Fragen dazu habt, was genaue Auflösung, Formate und Sound angeht, gerne unten runterschreiben. Wir zwei, wir werden echt alles an den Tag legen, eure Fragen zu beantworten. Denn wir sind die YouTube-Checker. Wir checken für euch alles ab und ihr könnt euch schon mal unser nächstes Video anschauen. Bye, bye.